geht's. Irgendwie ist das Licht komisch. Aber egal, ich habe auch ein anderes Objektiv drauf und sehe ich denn so komisch aus? So vielleicht. Wir sind jetzt unterwegs und wir haben eine neue Wohnungsbesichtigung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich euch bei jeder mitnehmen soll, weil ich meine Weekly Vlogs und das ist das, was quasi uns gerade beschäftigt. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Wohnung. Das ist mal eine, die man komplett, komplett neu machen würde. Aber da würde wahrscheinlich eine neue Küche reinkommen, neues Bad, neue Böden und so weiter, falls wir uns dafür entscheiden würden. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, wie uns die Gegend gefällt, wie das aussieht von außen und so und wie das Haus an sich so gemacht ist. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Wir sind gerade auf der Autobahn und ich habe das Fenster auf. So, wir sind wieder zurück im Auto. Wir gehen jetzt erstmal was essen. Falls wir uns gegen die Wohnung entscheiden sollten, habe ich euch jetzt wahrscheinlich ein paar Sachen eingeblendet. Also an sich mega. Also die Lage ist mega und an sich wunderschöne Küche und Wohnzimmer ist halt so offen. Geht in so eine große Terrasse raus, ist echt toll. Die anderen beiden Zimmer sind aber extrem klein und es sind halt viele so Nooks, so kleine Ecken, wo man nicht so wirklich was machen kann. Also man kann sich schon stylen, aber es ist nicht so optimal ausgelegt. Deswegen, wir gehen jetzt erstmal was essen und besprechen das Ganze in Ruhe. Weil das war auch gerade so eine Massenbesichtigung, deswegen ist es auch immer nicht so mein Ding. Ich habe so ein süßes Bio-Café rausgesucht. Wir haben jetzt gerade eine Seitenstraße gepackt. Guck, wie schön. Hä? Richtig schöne Häuser. Auch so das Grün überall und die blühenden Bäume da hinten auch so in lila. Pablo? Linksschiff. Ich kriege gleich ein Zettelchen von mir mit einem Kaufangebot. Pablo, wie gefällt dir die Gegend hier? Das ist echt der Wahnsinn. Krass, oder? Einfach so fast irgendwie dörflich, also so idyllisch wie ein Dorf, aber dann hast du doch irgendwie Restaurants und Cafés in der Nähe, Schulen, super schöne Häuser. Pablo ist verschwunden. Pablo kommt nicht mehr wieder. Kommst du noch wieder? Nein, okay. Dann gehen wir ins Restaurant. Es scheint auch leer zu stehen, komisch. Falls jemand von euch in diesem Haus hier wohnt, wollt ihr das zufällig mit mir teilen? Oh mein Gott, das ist das perfekte Haus. Wow. Wir sind wieder zu Hause und wir haben Kuchen mitgenommen. Wir waren bei einem Café, das hieß, wie hieß das nochmal? Kieselsteinchen oder so? Ja, irgendwie Kieselstein oder so, genau. Und da waren noch überall so Steine. Ganz süß. Das habe ich durch Zufall entdeckt. Das ist komplett bio. Die haben da Säfte irgendwie regional aus Brandenburg, aus der Umgebung. Sogar das Wasser war irgendwie regional aus der Umgebung. Ich hatte so eine Quinoa-Bowl, die super lecker war. Du hattest eine Quiche, glaube ich. Genau. War die lecker? Super lecker. Hat ein bisschen wie Pizza geschmeckt, fand ich. Aber ich Echt? Hatte auch Tomate, Mozzarella, oder? Feta war das. Ach so. Gewählt. Also wirklich super lecker. Und es haben aber alle Kuchen bestellt, außer uns.
Und dann meinte ich so, und ich habe auch auf den Kuchen geguckt auf meinem Platz. Und dann meinte ich so zu Pablo, wir müssen Kuchen mitnehmen. Habe ich jetzt gemacht. Und zwar habe ich mir einen Rhabarberkuchen mitgenommen natürlich. Ehrlich gesagt schmeckt der so leicht herzhaft. Ich weiß nicht, ob der irgendwie neben was Herzhaften lag oder so. Aber an sich ist der super schön saftig und lecker. Aber Pablo ist, glaube ich, super begeistert. Der hat einen Mohnkuchen bekommen. Und ist genau dein Ding, oder? Total. Ich habe noch gar nicht probiert, aber Pablo hat schon die Hälfte schnabuliert. Das war nämlich ein riesiges Stück. Und er meinte noch so, oh, ist das groß? Und ja, bin ich mal kurz 2 Sekunden weg und dann ist das Kuchenstück zur Hälfte schon aufgegessen. Naja, auf jeden Fall kann ich euch das Café super empfehlen. Ist halt so ein bisschen öko-alternativ. Also jetzt nicht irgendwie hipster-schick. Aber die Mitarbeiter super nett und ja, Qualität vom Essen auch. Richtig toll. Nebenbei sind wir übrigens am Bummeln für Pablo. Aber weißt du was? Eigentlich hätten wir erstmal aussortieren müssen bei dir. Ja, das stimmt. Aber gut. Wisst ihr was? Das machen wir einfach vielleicht nächste Woche oder so. Genau. Dann zwinge ich Pablo auszusortieren. Dann zeig mal deine Auswahl. Das finde ich übrigens richtig schön. Das sieht echt gut aus. Mal gucken, wie das dann letzten Endes ist. Mm. So, also Olacoste, dann... Auf Saints. Echt, ja? Topman, das sind die, die ich davor hatte, die jetzt so ausgegilbt sind. Die finde ich toll. Also die mag ich an Pablo richtig gerne. Und die kosten 14 Euro. Richtig krass, habe ich schon vergessen gehabt, dass die so günstig waren. Die waren echt günstig, ja. Okay. Dann habe ich hier noch so ein ganz Basic normales Shirt. Ja, das könnte echt durchsichtig sein, finde ich. Jetzt nicht so dolle. Oh, wow. Der sieht aus wie dieses Model, was ich dir immer sage. So ein bisschen so wie Tyrese Sohn oder so, oder? Guck mal, das Profil sieht aus wie Tyrese, oder? Tyson Beckford, meinst du? Ja, genau. Krass. Richtig hübsch. Oh, nee. Oh, nee, das Logo, finde ich, geht gar nicht. Okay, und dann hier sowas. Das ist ein sportlicher. Sport und Spaß. Naja, wir bestellen jetzt erstmal. Guten Morgen, ich war gerade einkaufen bei Alnatura und dachte, ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. So, und zwar... Achso, warte, das zeige ich euch mal. Und zwar habe ich von einer Followerin, der lieben Maria, eine Empfehlung bekommen von einer App, die heißt Captain Cook. Und da kriegt man immer so 3 Rezepte pro Tag mit Angaben, wie viel man kaufen muss und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall habe ich das heute mal aufgeschlagen, weil ich mal wieder nicht wusste, was ich machen soll. Und da habe ich das gesehen, Gnocchi mit Crunchy Cashew Pesto und orientalischer Spargelsalat. Und abgewandelt mache ich das jetzt. Und da habe ich jetzt für die beiden Rezepte gekauft... Koriander. Übrigens habe ich letztens ein Video darüber gesehen, wie man diese Kräuter so einpflanzt, dass die nicht eingehen. Das ist bei mir nämlich bis jetzt immer passiert. Dann natürlich Cashewkerne. Dann will ich das an 2 Tagen machen. Deswegen habe ich einmal normale Gnocchi mitgenommen. Und, das fand ich auch ganz spannend, Gnocchetti mit Süßkartoffeln. Spargel, der erste Spargel dieses Jahr für mich. Parmigiano, Butter und... Sonst noch eine Zitrone und 2 Gläser Kichererbsen. Und der Rest ist jetzt für morgens. Da habe ich mitgenommen diese Birnen. Ich weiß nicht genau, was da jetzt die Unterschiede sind. Auf jeden Fall diese Birnen. Bananen zum Snacken und ein Pfirsich. Das war es, glaube ich. Genau. Und jetzt mache ich, glaube ich, die Gnocchi. Da habe ich Lust drauf. Thank you.
das Ergebnis aus. Bin sehr gespannt. Es riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich gebe euch gleich Bescheid, wie es schmeckt. Ich finde es okay. Jetzt nicht so besonders, wie ich es gedacht habe. Ich dachte, es schmeckt irgendwie intensiver. Ich glaube, hier fehlen so kleine Cherry-Tomaten aufgeschnitten. Oder? Vielleicht. Hi. Ich muss mich beeilen, wie immer. Ich gehe zu einem Geburtstag von meiner lieben Freundin Jana. Hier habe ich auch schon ihr Geschenk drin. Ich zeige euch mal, was ich gepackt habe. Das war eher spontan, deswegen hatte ich jetzt keine Zeit mehr für großartig einpacken. Aber ich hoffe, sie ist mir nicht böse. Auf jeden Fall ist das so eine süße Tasche. Und da drin habe ich so ein paar Sachen, von denen ich denke, dass es ihr ganz gut gefallen würde. Einmal so ein Entspannungstee, denn aus der Dominikanischen Republik habe ich ihr so Kaffee mitgebracht und ein Parfum. Genau, und das halt in dieser wunderschönen Tasche. Und ich hoffe, sie freut sich darüber. Und ich muss mich beeilen, weil mein Uber-Fahrer ist gleich da. Uber-Fahrer. Uber-Fahrer. Wow, bestes Outfit of the day ever. Ich habe jetzt, wie gesagt, keine Zeit mehr, großartig euch irgendwie vor den Spiegel zu nehmen. Aber falls euch interessiert, was ich anhabe, ich trage ein Leinen-T-Shirt von den Other Stories, Ketten von Miss Soma. Der Cardigan ist uralt von Dirty Melville. Was für Schuhe ich dazu trage, weiß ich noch nicht. Und Jacke brauche ich, glaube ich, nicht, weil heute ist ein wunderschöner Tag. Jetzt gehen wir aber los. Hallo, ich wollte ja eigentlich gestern so ein bisschen vom Geburtstag filmen, aber es waren einfach so viele Mädels da und es hat irgendwie gar nicht gepasst. Deswegen habe ich das nicht gemacht, aber es war sehr schön, sind sich über die Geschenke sehr gefreut und ich hatte eine sehr gute Unterhaltung mit dem Uber-Fahrer. Ja, und bin dann einfach nur noch straight ins Bett gegangen und heute leider extrem pollenbedingt schlecht aufgewacht und mein ganzer Tag war irgendwie voll bleh, und ich fühle mich auch immer noch, ich glaube, ich werde mich auch jetzt bald auf die Couch legen, weil mein Kopf platzt. Ich musste mich sogar hinlegen, weil ich einfach nicht mehr konnte und selbst das hat nur so halb geholfen, aber ich habe auf der einen Seite und auf der anderen Seite geschlafen und das mit Make-up mache ich eigentlich nie, aber ich konnte irgendwie nicht mehr. Und da ist mir was aufgefallen und es ist mir gestern auch schon aufgefallen. Deswegen dachte ich, ich zeige euch das mal als kleinen Tipp zwischendurch. Und zwar das Einzige, was ich anders gemacht habe, ist, ich habe ein neues, altes Setting-Spray benutzt, weil meins von Givenchy ist alle. Und zwar das hier von Yves Saint Laurent. Das ist das Make-up Setting-Spray Hydrating, genau. Und da ist Alkohol dran. Das würde ich also nicht jeden Tag benutzen. Aber das macht euch richtig krassen Glow. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich habe keinen Highlighter drauf. Und es hält wirklich das Make-up da, wo es halten soll. Ich hatte das gestern Abend, also ich habe morgens mich geschminkt ganz normal. Und ich war irgendwie, ich glaube, 23.30 Uhr oder so zu Hause. Also gegen 12, sage ich mal, habe ich es abgenommen. Es war immer noch wirklich es sah immer noch richtig gut aus und ja, jetzt habe ich halt auch, wie gesagt, links, rechts geschlafen und ich finde, es ist immer noch okay. Deswegen, kleiner Tipp am Rande. Und etwas, was ich auch richtig gut finde, wollte ich euch noch vorstellen und zwar, die zwei meistgestellten Fragen von euch sind einmal, was kann ich hier in Berlin machen? Ich bin am Wochenende da und ich werde auf jeden Fall nochmal irgendwann dazu ein Video drehen, es ist halt super aufwendig. Und das zweite ist, hey, ich bin neu in der Stadt oder was hast du gemacht, als du neu in einer Stadt warst, um Freunde zu finden, überhaupt so ein Netzwerk aufzubauen? Oder beziehungsweise findest du das auch so schwer, kannst du mal einen Style Talk darüber machen? Und ich rede ja, finde ich, schon relativ häufig über das Thema Freundschaften und dass ich das tatsächlich nicht so einfach finde. Gerade in so einer großen Stadt, finde ich, ist es relativ einfach, Leute kennenzulernen. Aber dass wirklich Freundschaften entstehen, finde ich, passiert relativ selten. Ich weiß noch so vor, oh, ich kann mich nicht mehr erinnern, sind es auf jeden Fall vielleicht schon sogar schon ein Jahr her oder so, hat eine Freundin von mir von einer App erzählt und meinte, sie benutzt die App, um Business-Kontakte zu schließen. Die App kann man aber auch benutzen, um Freundschaften zu schließen und Freunde kennenzulernen und auch um zu daten. Ich war super skeptisch, weil ich so dachte, was erzählst du mir denn da? Ich bin glücklich vergeben, ich brauche nicht so eine App. Aber sie meinte, dass sie darüber schon echt coole Leute kennengelernt hat. Und ich muss sagen, ich habe das dann Monate irgendwie
nicht benutzt und Bumble hat mich angeschrieben. Das war so lustig, das ist nämlich die App, und meinte, hey, willst du es dir nicht doch mal angucken? Wollen wir nicht zusammenarbeiten? Und dann habe ich mir die App angeguckt, dachte so, ja, ich gucke erstmal, wie ich das finde, ob ich da klarkomme, wie das mit den Leuten ist, ob dann nicht doch irgendwie komische Typen zwischendurch irgendwie da sind oder ich das nicht mag oder Leute will ich zurückschreiben. Und also erstmal, die App ist super, super easy. Ich zeige euch das mal kurz. So sieht die aus. Und ich zeige euch mal kurz, wie mein Profil aussieht. Also da sieht man mich und auch, was ich geschrieben habe. Und da kann man auch sagen, irgendwie verheiratet, ich rauche nicht, trinke nicht, was auch immer. Nachtclub oder Netflix. Und dann kann man einfach so ein paar Sachen über sich schreiben, dass andere das Gefühl haben, ah, ja, sie connecten irgendwie mit dir. Oder nee, ich bin eher so eine Nachteule und gehe gerne auf Party. Und dann habe ich mir das Ganze einfach mal angeguckt. Das ist sehr, sehr einfach. Also im Prinzip funktioniert es einfach so. Ihr habt ein Profil, was euch angezeigt wird, gleich auf der Startseite. Und dann könnt ihr halt sagen, ich wische nach rechts oder ich wische nach links. Also ich will mich mit der Person matchen und mit ihr Kontakt aufnehmen. Oder nein, danke. Und das ist halt super, super einfach. Und wenn ihr hier seid, also bei eurem Profil, könnt ihr auf Bearbeiten gehen. Und dann könnt ihr auch einfach switchen von einem Modus zum anderen. Also ihr könnt daten, wenn ihr wollt. Ihr könnt aber auch eben wechseln zu diesem BFF-Modus, also um Freunde kennenzulernen. Oder in den Business-Modus. Und das eben in ein paar kleinen Schritten. Und ich habe auf jeden Fall schon mit ein paar gematcht und es haben auch alle immer zurückgeschrieben. Ich muss wirklich sagen, ich war richtig aufgeregt, als ich das erste Mal mit jemandem geschrieben habe. Ich so dachte, oh mein Gott, und schreibt mir die Person überhaupt zurück und wie ist das und so. Und natürlich gibt es Leute, mit denen schreibt man ein bisschen und dann merkt man irgendwie, ja, das passt irgendwie nicht so richtig. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch schon richtig tolle Gespräche. Teilweise ist es für mich so ein bisschen, als würde ich mit euch schreiben. Also ich finde, dass Gespräche zwischen uns auch oft so sind. Nur sind die Leute halt alle in Berlin oder Umgebung und das ist echt, echt cool. Also ich habe gedacht, wer weiß, es gibt ja auch viele von euch, die in Berlin, Potsdam und so weiter wohnen, holt euch doch mal Bumble oder vielleicht habt ihr Bumble sogar, vielleicht matchen wir uns, das wäre so lustig, vielleicht treffen wir uns sogar. Also das fände ich echt cool. Sagt mir mal Bescheid, ob ihr die App benutzt. Ich finde, es ist halt eine super Möglichkeit, einfach mal in Kontakt zu kommen, weil es ist so oft, dass Leute, die Stadt wechseln, neu in der Stadt sind oder das Gefühl haben in der eigenen Stadt, ich würde gerne noch mal ein paar neue Leute kennenlernen oder so. Und ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit. Sehr, sehr einfach, es ist kostenlos, man muss nichts bezahlen. Und was ich jetzt aber noch machen muss, wir fahren nämlich morgen weg, ist, ich habe zwei kleine Pflänzchen, Kräuterpflänzchen. Und die sehen ein bisschen traurig aus, also werden wir uns jetzt mal um die kümmern. Jetzt, habe ich gesagt, muss ich nochmal ran und zwar fahren wir morgen weg und deswegen werden Pablo und ich jetzt zwei kleine Kräuterpflänzchen umpflanzen. Ich habe nämlich einen riesigen Tipp bekommen, quasi einen Geheimtipp, wie man diese Supermarktkräuter, also Basilikum, Koriander, Petersilie und sowas, die man so im Töpfchen bekommt, wie die nicht sterben, denn sie sterben eigentlich immer. Und ich zeige euch mal wie. Hoffentlich. So, die haben schon ein bisschen gelitten. Und zwar haben wir bei Alnatura gekauft Basilikum und Koriander. Und zwar habe ich gelernt, man soll eigentlich, also das Problem ist quasi, dass die Wurzeln viel zu viel sind und viel zu lang und der Topf eigentlich nicht groß genug ist. Und deswegen soll man einfach diese Pflanze nehmen, dritteln und in drei kleine Töpfchen machen. Und dann bleiben die auch im Leben. Haben wir nicht. Deswegen nehmen wir jetzt einen großen Topf, den wir nicht mehr benutzen. Und hoffen, dass das trotzdem klappt. Wish me luck. Okay, dann stellen wir das mal hier hin. Ich nehme euch mal hier ein bisschen näher ran. Okay, wir hatten gerade einen weißen Topf, aber der hat kein Loch unten und der hier schon. Deswegen, ja, der ist zwar kleiner, der andere wäre besser, aber fürs Erste muss das jetzt reichen. Thank you.
Ding drin, ist provisorisch, aber das ist das, was wir jetzt da haben und das ist besser, als sie einfach nur verwelken zu lassen. Also mal gucken, ob es klappt. Ich gieße sie jetzt mal. Das ist hier so richtig Amateur. Gießen wir die auch mal gleich mit. Ich habe ein paar Minütchen gewartet, aber irgendwie, ja, sie sieht immer noch unverändert aus. Ich weiß nicht, warum. ich gebe den Kräutern jetzt mal ein bisschen Zeit, sich zu regenerieren und Kraft und Energie zu tanken. Ich hoffe, dass es ihnen bald besser geht und sie nicht sterben. Bitte nicht sterben. Ich beende den Vlog auf jeden Fall an der Stelle. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr seid auch beim nächsten dabei. Bis dann. Boah, die Pollenallergie ist... Okay, bis dann. Ciao.